Okay, da sind wir wieder zum zweiten Teil. Leichte Mobilisierung und Kräftigung. Ich hoffe, euch geht es noch gut. Bei uns ist alles ganz. Ja, hört sich gut an. Okay, aus der Position raus, wie immer, das Brustbein geöffnet, das Becken in der auskippenden Position, Kopf über den Schultern, Schulterköpfe locker. Heben wir beide Arme nach vorn in die Schulterlinie mit den Handflächen noch zueinander und drehen unsere Handflächen nach außen. Möchte ich, dass ihr die rechte Handfläche übersetzt zur linken, dass die Handflächen gegeneinander stehen. Die Finger bleiben möglichst gestreckt, gespreizt und so viel Handfläche wie möglich zueinander bringen. Ist nicht schlimm, wenn es nicht ganz so geht, nur versuchen. Die Ellbogen sind leicht gebeugt und wir heben beide Arme nach oben. Und zwar so weit, bis der Bizeps rechts und links neben unseren Ohren ist. Die Schulterköpfe sind locker. Aus dieser Position raus drehen wir ganz vorsichtig unseren Rumpf nach rechts auf, ohne Tempo. Langsam und ohne Tempo. Immer wieder wichtig, es darf ziehen, auf keinen Fall schmerzen. Dann ist irgendwas nicht richtig und nicht mit Gewalt weitermachen. Okay, wenn ihr merkt, hier ist so gut, stoppt hier. Und atmet ruhig weiter, nicht die Luft anhalten. Und dann vielleicht noch so ein Viertelzentimeter dazu. Super. Okay. Vielleicht nicht ganz schön vom Gedankengang her, aber hilft ungemein. Stellen wir uns vor, dass eine Hand hinten in den Nacken fest. Und diese Hand hebt uns ganz langsam hoch. Das heißt, zieht uns Wirbel für Wirbel auseinander. Nicht die Schulterköpfe in Richtung Fingerspitzen hochschieben. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte, dass ihr rauswachst, so wie ihr könnt, Wirbel für Wirbel. So von der Optik hier von vorne, dass der Bauchnabel von rund auf oval kommt. Dann ist das richtig. Okay, noch ein Viertelzentimeter. Das war viel, ein Viertelzentimeter, ne? Okay, Millimeter. Und wenn wir am höchsten Punkt angekommen sind, drehen wir auf den hohen Punkt langsam wieder in die Mitte zurück. Super. Die Arme kommen langsam bis in die Schulterlinie. Dort drehen unsere Hände auf, dass die Handflächen zur Decke zeigen und die Arme ziehen nach hinten weg und nach oben. Unten angekommen, lassen wir die Schultern einen kleinen Kreis nachlaufen, ohne Tempo. Heben die Schulterblätter über der Wirbelsäule zusammen. Entlang der Wirbelsäule nach unten mit der Ausatmung. Kommen beide Arme wieder in die Schulterlinie. Handflächen drehen nach außen und die linke Handfläche über der rechten gegeneinander. Die Ellbogen leicht gebeugt. Heben beide Arme von vorn nach oben hoch. Bizeps links und rechts neben den Ohren und die Schulterköpfe tief. Dreht der Rumpf langsam nach links auf. Ja, ganz vorsichtig. Ziehen ja Schmerzen ein. Testet euch aus. Manchmal ist es okay, jetzt ist es erstmal gut. Kann man so einen kleinen Augenblick warten und dann merkt man, ups, geht doch noch ein ganz, ganz klein bisschen. Okay. Aus der Position raus. Die Hand, die hinten im Nacken wieder zu fest und uns ganz langsam hochhebt. Hebt, 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 hebt. Ich glaube, geht noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Aber die Schulterköpfe bleiben tief. Nur rauswachsen über den Hals und über die Wirbelsäule. Und am höchsten Punkt um drehen wir langsam wieder in die Mitte zurück. Sehr gut. Arme sinken ab bis zur Schulterlinie. Hände drehen auf. Die Arme ziehen nach hinten. Und unten weg. Ganz entspannt einen kleinen Kreis nachlaufen lassen. Hoch mit der Atmung. Entlang der Wirbelsäule nach unten mit der Ausatmung. Und wir schütteln locker die Arme auf. Für die nächste Übung
Es kann sein, dass da vielleicht ein beschwindlichbar wird oder es besteht die Gefahr, deswegen teile ich die in zwei Teile auf. Wir kommen mit den Unterarm auf die Oberschenkel. Unser Kinn geht Richtung Brust und geben einen Impuls über die Unterarme, sodass wir einen Katzenbuckel machen. Ganz rund werden. Ganz rund. Das ist der erste Teil, der hier jetzt sagt, so, das ist gut und das langt für mich. Kein Thema. Und für die anderen, die sagen, kann noch ein bisschen mehr, gelangen wir ganz langsam mit dem Unterarm entweder über die Unterschenkel oder über den Rahmen vom Rollstuhl nach unten und legen den Oberkörper, so gut es geht, auf den Oberschenkel ab. Den Kopf lassen wir nach Möglichkeit ganz locker hängen, die Schultern und die Arme ganz, ganz locker. Könnt ihr zu Hause so lange wie ihr wollt machen, nur nicht einschlafen dabei. Aber wir müssen jetzt wieder hoch, weil wir weitermachen wollen mit den Übungen. Was bedeutet, ohne dass der Oberkörper sich bewegt, stützen unsere Hände rechts und links über den Knien mit den Fingerspitzen innen. Das Kinn ist dicht an der Brust und gestützt rollen wir langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Lasst euch Zeit, gebt dem Blut Chance, wieder zurückzulaufen in den Kopf. Im letzten Drittel fängt das Brustbein dann nach vorn und schräg hoch zu ziehen zur Decke. Ganz zum Schluss hebt der Kopf und zieht wieder über die Schultern zurück. Schütteln die Arme nochmal locker aus und gehen direkt in die nächste Übung über. Aus der Position raus möchte ich, dass ihr erstmal beide Arme hängen lasst, immer so gut es geht, die Brustbeinöffnung halten und den Kopf über den Schultern lassen. Aus dieser Position hebt der rechte Arm in die Schulterlinie und dreht mit der Handfläche zur Decke. Die Finger, die sind gestreckt und gespreizt. Wir bringen den rechten Arm bzw. die Hand auf die Position von der linken Schulter. Und die linke Hand, die dreht ebenfalls nach vorn, der Ellbogen beugt und wir ziehen den Ellbogen links ein bisschen nach hinten. Jetzt kommt hier so ein Impuls, das heißt, wenn wir hier den Ellbogen nach hinten ziehen, schiebt die rechte Schulter langsam nach vorne, sodass wir wieder einrotieren, so wie wir können. Vorsichtig testen, ganz weich. Hier den Impuls setzen. Und hier mit der Schulter ein bisschen rausschieben. Nach Möglichkeit die Nase zum Fernseher zeigen lassen. Nicht, dass die mitläuft. Okay. Und wechseln. Langsam ohne Tempo. Heißt, der rechte Arm beugt an, der Oberkörper dreht so gut es geht über die Mitte und der linke Arm streckt langsam aus. Handfläche zeigt zur Decke, Finger gestreckt, gespreizt. Den Impuls setzen, mit dem rechten Ellbogen nach hinten ziehen, die linke Schulter schiebt ein bisschen mehr in Richtung Fingerspitzen. Das sieht gut aus. Und in die Mitte zurück. Arme einmal locker ausschütteln. Auch diese Übung hat zwei Varianten. Wer sagt, okay, das ist gut für mich, und der andere sagt, kann noch ein bisschen mehr. Brustbein bleibt geöffnet. Mit dem geraden Rücken kommen wir ein bisschen nach vorn. Macht erstmal den Test, ob das da auch wirklich geht mit dem Halten. Rechter Arm hebt wieder, kommt auf die Position der linken Schulter. Linker Arm beugt an und gibt jetzt aus dieser Position den Impuls. Zieht nach hinten, sodass die rechte Schulter ein bisschen rausschiebt in Richtung Fingerspitzen. Und Nase zeigen. Nach vorn. Langsamer Wechsel, kein Tempo machen. Wir bleiben in der Vorlage und rotieren so, wie wir können. Ganz vorsichtig.
Das ist anstrengend, ich weiß. Schön auf das Brustbein konzentrieren. Schön geöffnet Bein. Und rechts gibt den Impuls nach hinten und die linke Schulter schiebt ein bisschen aus. Sehr gut. Langsam in die Mitte zurück. Oberkörper zieht mit zurück. Beide Arme locker und ausschütteln. Richtig schön ausschütteln. Ganz normal. Alles gut? Oh, Sie sind so fit, das ist unglaublich. Ganz normal. Aus der Position raus heben wir den rechten Arm langsam von vorn nach oben hoch. Am obersten Punkt rastet unser Schultergelenk ein, klackt, und zwar mit dem linken. Das heißt, das ist eine Einheit. Wenn jetzt also der rechte Arm 5 cm nach hinten geht, kommt der linke 5 cm nach vorne. Wir lassen diesen Kreis langsam weiterlaufen, ohne Tempo. Versuchen, den Bizeps links möglichst dicht am Ohr zu führen. Hier stoppen wir nicht mehr, wir lassen das jetzt weiterlaufen. Versuchen, diesen Kreis so gut es geht zu gehen. Ne? Jeder so wie er kann. Wenn das nicht ganz, ganz oben ist, ist es überhaupt nicht schön. Das macht überhaupt nichts. Jeder so gut wie er kann. Aber wir wollen noch ein bisschen was reinbauen in diese Übung. Nämlich mit dem Arm, der jetzt hochkommt und nach hinten geht, versuchen wir den Oberkörper so gut es geht wieder mit aufrotieren zu lassen. So gut wie wir können. So gut wie wir können. Nicht mit Gewalt, ne? Aussage ist das Ziehen, nicht Schmerzen. Und unser Kopf, ich sehe das förmlich, obwohl ich gar nicht durch den Fernseher gucken kann, wie der Kopf jetzt immer ganz wild in diese Bewegung mit reinläuft, den lassen wir nach Möglichkeit wieder mit der Nase zum Fernseher, also bei mir. Motto lautet, Rumpf dreht, Kopf steht. Testet euch mal so aus. Ja, wenn der Kopf ein bisschen mitgeht, ist natürlich nicht ganz wild. Aber möglichst versuchen, ihn still zu halten. Wir gehen die letzten Beine. Und der Arm, der jetzt oben ankommt, den halten wir schon mal. Und den anderen lassen wir nachlaufen. Oh, ich höre schon hinter mir, das ist so eine von den Lieblingsübungen. Unsere Hände gehen in die Gebetsstellung. Und die Handflächen drehen so gut sie können auf in Richtung Decke. Die Ellbogenpunkte noch gebeugt. Vier wichtige Punkte. Nummer 1 ist, die Schulterköpfe sind tief. Genau. 2 ist, der Bizeps rechts und links ist neben den Ohren und der Kopf über den Schultern. 3 ist, die Handflächen so gut es geht aufgedreht und die Daumen nach unten runtergezogen. Ohne diese 3 Positionen zu verändern, kommen wir in die 4. Nämlich die Ellbogen langsam strecken. Langsam. Lasst euch Zeit. Nicht mit Gewalt. Und Ellbogen strecken heißt nicht Schultern hochschieben. Ganz tief lassen die Schultern. Und die Ellbogen ein bisschen nachstrecken. Jeder so, wie er kann. Ich habe das Gefühl, da sind einige so ein bisschen in so eine Rückenlage gekommen. Ich glaube, ihr müsst wieder ein bisschen nach vorne kommen zu mir. In meine Richtung. Genau. Die Arme? Nein. Die sollen da hinten bleiben. Testet euch nochmal. Ziehen, ziehen, ziehen. Die Ellbogen schon wieder knickt. Ah, nochmal einen Tick nach. Super. Okay. Jetzt zähle ich langsamer von 3. 3. Nicht das Atmen vergessen. Ich soll zählen. Okay. 2. 1. Und jetzt nicht auseinanderschießen. Erst die Ellbogen ein bisschen anbeugen. Handflächen nach unten drin, Finger spreizen und weich über die Seiten weg. Super. Das war der 2. Teil. Wir sehen uns gleich wieder. Die Pause brauchen wir.